herzlich willkommen zum Day of Destruction TV. Bei mir steht jetzt Cihan Türk. Cihan, du hast gerade einen sehr hart geführten Kampf für dich entscheiden können. Aber ich glaube, du musstest dich ganz schön ins Zeug legen. Ja, also technisch her fand ich halt nicht alles gut. Das einzige Problem, was ich gemerkt habe, ist halt die Kondition. Aber da habe ich noch, durch meine Technik habe ich das noch ausfallen können. Hatte wirklich noch sehr starken Gegner, der auch konditionell sehr gut war. Es war wirklich ein harter Kampf, das war wirklich Kopf an Kopf, dann, wie man das sagt, so gerne. Das gehört zum Sport dazu. Es gibt K.O.-Siege, es gibt eindeutige Punktsiege, es gibt knappe Siege. Manchmal verliert man aber auch einen offensichtlich gewonnenen Kampf. Ich meine, das gehört zum Sport dazu. Was willst du in Zukunft anders machen, vielleicht besser machen, um Kämpfe eindeutiger für dich entscheiden zu können? Also das, was ich eindeutiger machen will, ist, dass ich Aktionen setze, die auch wirklich eindeutig sind, eindeutig für mich. Ich hatte jetzt Aktionen, da hat man geguckt, okay, wer war jetzt vorne, war Gian vorne oder war der Chinese vorne? Den Namen konnte ich mir leider nicht merken. Aber es waren halt so die Momente, wo man besser gucken musste, okay, wer hat jetzt den Punkt bekommen? Obwohl es auch eindeutige Punkte waren, doch war es sehr eng. Ich möchte halt in Zukunft verbessern, dass ich wirklich die eindeutigen Treffer mache. Dass die Treffer, die ich auch setze, auch wirklich landen. Also ich finde, das hast du sehr vernünftig auch selbst analysiert. Das spricht wirklich für dich, dass du dann ganz klar bist. Also morgen, nicht morgen, nächste Woche machst du ein paar Tage Pause, dann geht's ins Gym. Und im nächsten Kampf werden die Karten neu gemischt. Genau, so sieht's aus. Wir würden dich gerne wieder in Hamburg sehen. Du gehörst jetzt zum Day of Destruction Team dazu. Das heißt, entweder hier oder an einem anderen Ort der Day of Destruction Serie wirst du wieder kämpfen. Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder dabei. Gut, dann genieß den Sieg und ich freue mich, dich das nächste Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön fürs Kommen. Dankeschön. Das war Day of Destruction TV mit Cihan Türk. Wir freuen uns auf das nächste Interview und das kommt gleich. Tschüss.